Als Lesung habe ich von einem Buch ein Band, das heißt Für meine Seele leih mir deine Flügel, ausgesucht. Ich habe dich auf Erden gesandt, damit du dich von allen irdischen Ketten befreist, auf dass die Menschheit ihre Freiheit wiederfindet. Ich habe dich auf Erden gesandt, damit du die Wahrheit lehrst, jene, die irren. Ich habe dich auf Erden gesandt, damit du Licht in die Finsternis bringst. Ich habe dich auf Erden gesandt, damit du dich erkennst, als ich bin, der ich bin. Ich habe dich auf Erden gesandt, damit du Harmonie in dir selber bist, damit die Menschheit durch dein Beispiel Frieden finde. Ich habe dich auf Erden gesandt, damit du dich erlöst, auf dass dich die Menschheit in dir und durch dich erlösen kann. Denke, fühle, lebe und liebe in diesem deinem Auftrag, denn du bist, der du bist, weil ich bin, der ich bin. Du bist, der du bist, weil ich bin, der ich bin. Habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt, wer bin ich? In erster Linie werden dem Ich Bin verschiedene Adjektive zugeordnet. Dazu gehören die positiven als auch die negativen. Aber wer gibt diese Wertung ab? Ich selber? Sage ich zu mir, ich bin nett, ich bin hilfsbereit, ich bin höflich, um nur ein paar positive zu nennen. Oder negativ ausgedrückt, ich bin böse, ich bin schlecht, ich bin untreu. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir uns lieber mit dem Positiven als mit dem Negativen beschäftigen, geschweige denn darüber nachdenken. Wir, das heißt unser Unterbewusstsein, ist ein Künstler im Verdrängen. Denn wenn wir anfangen, über uns selber nachzudenken, uns selbst zu erkennen und zu verstehen, dann kämen wir zu der Erkenntnis, dass wir das ein oder andere Muster bzw. Verhalten ändern müssten. Davor haben wir eine Scheu. Denn alte Gewohnheiten gibt man nur ungern auf. Warum auch? Es funktioniert ja bestens. Und was das Neue bringt, tja, das ist ungewiss. Deshalb beschäftigen wir uns erst gar nicht mit uns selbst, mit unserem Ich, mit unserem Sein. Wie heißt es so schön in dem Zitat von William Shakespeare in Hamlet? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Wenn wir uns mit unserem Sein auseinandersetzen und hinterfragen, dann können wir unser Leben viel bewusster wahrnehmen, verstehen und leben. Es fängt ja mit der Frage an, woher kommen wir und wohin gehen wir nach unserem Tod? Wenn wir geboren werden, dann vergessen wir alle ganz schnell, woher wir kamen. Von Gott. Und wer weiß schon, dass die Seele nach dem Tod wieder zurückkehrt zu Gott, unserem Vater. Unsere Seele sucht sich die Lernaufgaben für das nächste Leben selbst aus und dazu die Menschen, die sie dabei unterstützen und ihr helfen. Zu diesen Menschen gehören unsere Eltern, Geschwister und jeder Einzelne, dem wir in unserem Leben begegnen. Jeder hat seine Aufgabe, jeder seine Lernaufgabe und jeder trägt dazu bei, dass wir das lernen können, wofür wir uns entschieden haben. Dabei sind wir frei, den direkten Weg zu gehen oder von dem Weg abzuweichen. Oft genug passiert es, dass uns im Leben ständig dasselbe widerfährt. Sei es, dass man sich zum x-ten Mal den gleichen Typ Mann oder Frau als Partner aussucht, nur anders verpackt und sich wundert, wenn die Partnerschaft abermals nicht funktioniert. Vor circa 19 Jahren lernte ich eine junge Frau kennen. Sie erzählte mir aus ihrem Leben. Das, was sie schon erlebt hatte, sah man ihr auf Anhieb nicht an. Doch was ich auch erst später verstand war,
dass sie einen Part ihrer Lebensaufgabe nicht lernen wollte und sie diese Situation immer aufs Neue erleben und durchleben musste. Dabei wurde der Druck auf sie immer größer und die Situation verstärkte sich von Mal zu Mal. Da sie ihre Grundproblematik nicht erkannte und sie dadurch nichts veränderte, führte es in ihrem Fall sogar so weit, dass sie sich für einen längeren Zeitraum zur psychischen Behandlung ins Krankenhaus begeben musste. Sicher ist das nicht die Regel, zeigt aber auf, wohin das führen kann. Genauso geht es den Menschen, die sich stets ausnutzen lassen, weil sie wollen nichts erkennen, bleiben passiv oder können nicht Nein sagen. Wenn sich solche Situationen in unserem Leben öfter wiederholen, dann sollten wir hellhörig werden und überlegen, was dahinter steht. Sicher können wir es nicht auf Anhieb erkennen, doch nach dem zweiten, spätestens nach dem dritten Mal, sollte es klar sein. Einfach erklärt lässt es sich mit einer Rechenaufgabe vergleichen, bei der uns immer wieder der gleiche Fehler passiert, weil wir den Rechenweg nicht verstanden haben. Dabei sind wir alle Lehrer und Schüler zugleich. Nun, nach der Erkenntnis muss Handeln folgen. Wenn wir nicht handeln, folgt Leid. Bleiben wir zum besseren Verständnis bei der Rechenaufgabe. Wenn wir erkannt haben, dass der Rechenweg falsch ist, müssen wir uns hinsetzen und so lange lernen, bis wir die richtige Lösung für diese Aufgabe gefunden haben. Handeln heißt hier aktiv werden, lernen und umsetzen. Wenn das nicht passiert, folgt Leid in Form von schlechten Noten und der Gefahr, in der Schule sitzen zu bleiben. Der Druck wird von Mal zu Mal stärker. Solch eine Situation hat mit Sicherheit schon jeder von euch durchlebt und erkennt sich wieder oder versteht jetzt, warum das widerfahren war. Doch auch das macht unser Sein aus. Indem wir das Leben verstehen lernen und erkennen, wann wir einen neuen Weg einschlagen müssen. Und zu allem gehört auch das Bewusstsein, dass wir alle von Gott, unserem liebenden Vater, kommen. Wir alle sind ein Teil Gottes. Gott ist in jedem von uns. Wenn alle Menschen dieses Bewusstsein, ein Teil Gottes zu sein, hätten, dann würden wir uns alle respektvoller begegnen und achtsamer miteinander umgehen. Das heißt, dass durch das Bewusstwerden sich ein Bewusstsein dafür entwickelt und dann aktiv eine Veränderung in unserem Leben stattfinden muss. Denn Wissen allein genügt nicht, wenn wir es nicht anwenden. Mit all dieser Erfahrung, woher wir kommen, wohin wir gehen, und den Erkenntnissen über das Leben, sieht man das Leben anders und kann es anders wahrnehmen. Man versteht die Zusammenhänge und sieht die Möglichkeiten, die das Leben für einen parat hält. Das Leben lebt und erlebt man mit einem anderen Bewusstsein. Dadurch ist man nicht mehr das Opfer seines Lebens, sondern selbst der Regisseur, der die Regie führt zum Sein, das zum Ich Bin, der ich bin, transformiert und uns fest verwurzelt. Wie eingangs im Zitat, Sein oder Nichtsein, dass es hier die Frage gestellt wurde, kann sich nun jeder selbst über sein eigenes Sein seine Gedanken machen.